woanders. Film nog hier. Geht doch. Ja, sollen wir da fahren? Drehen wir eine Runde. Ein Fahrgefühl, Frank. Ja, man sitzt ja wie bei Oma im Sofa. Man muss natürlich ein bisschen mehr in der Arme haben wie beim modernen Auto. Deswegen haben die früheren Autos ja auch so große Lenkräder, damit man die Lenkkräfte auch ein bisschen bewältigt bekommt. Aber ansonsten, naja, ich mag das. Gerade wenn man hier aus diesem Fahrzeug vorne rausguckt, meint man ja, der wäre noch 5 Meter lang, der Wagen. Ich finde das Gefühl, gerade in diesem Fahrzeug ist irgendwie doch recht üppig. Früher gesagt, schau, wie man spricht. Laut und deutlich. Genau. Ja, eine Raffinesse bei diesem Fahrzeug ist, es ist keine gewöhnliche Motorhaube. Auch da hat sich Borchardt mal wieder was anderes einfallen lassen. Diese Haube kann man sowohl nach links als auch nach rechts öffnen. Da hat man zwei Entriegelungsknöpfe im Fahrzeuginnern untergebracht. Ist hier einer, auch der ist noch schön gestaltet, auf der rechten Seite. Das gleiche befindet sich auch auf der anderen Seite. Dann heben wir die Haube hier an. Das gleiche kann ich auch umgekehrt auf der anderen Seite machen, dann geht es halt anders. Oder ich entriegel beide und kann die ganze Haube wegnehmen. Eine Kuriosität bei diesem Fahrzeug ist auch noch der Kofferraum. Da muss man wieder sagen, war Borchardt weit vorne. Eine Haube, die muss man fast mit beim Mann heben. Aber bei beladenem Kofferraum trotzdem ein frei zugängliches Reserverad. Und das war 1949 schon bei Borchardt Standard und bei vielen anderen deutschen Automarken erst in den 80er oder 90er Jahren.